Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Folge Vulcan mit dem Chris in Stationeers. Und jetzt wollen wir mal probieren, ob wir hier die Temperatur so weit runterkriegen, dass wir hier Solder herstellen können. Wir saugen uns mal ein bisschen noch was an hier. In der Nacht sind es ja ungefähr 127 Grad, also müssen wir jetzt warten, dass Gargantua ein bisschen aufhört jetzt hier, dass er ein bisschen runter geht erstmal. Weil dann darf das eben nicht zu warm werden draußen. 811 Kelvin, 810. Ja, das ist ein bisschen, machen das anders. Wir pusten jetzt alles raus und werden dann später die kalte Nachtluft ansaugen. Und dann sollten wir Solder eigentlich instant hinkriegen. Das ist jetzt nur ein kleines Ding, das Solder, aber ich will damit nur den Beacon bauen. Dann können wir nämlich in der Nacht besser rumfliegen, ohne dass wir gleich die Basis wieder verlieren. Ne? Guck mal, 700 haben wir schon. Was müssen wir haben? 700 glatt, nee, 550 müssen wir haben. Ja, ist ja kein Problem, kriegen wir hin. So, Power Low, klar, weil ich immer die ganze Zeit hier mit der blöden Taschenlampe rumlaufe, aber es ist, wie es ist. Ich will auch was sehen. So, 300 kPa, es wird jetzt immer kühler draußen. Gucken wir mal. 530, was haben wir, was müssen wir haben? 550, jetzt brauchen wir noch 1 Megapascal. Wir müssen uns beeilen. So, da ist grün. Zack. Solar. Jawoll. Ich bin so begeistert. Es funktioniert einfach nur. Es funktioniert. Das ist das Schöne. Es funktioniert. So, wir bauen jetzt mal ein Beacon. Wir sind jetzt hier im Vakuum, also nicht wundern. Ja. Dementsprechend werden wir jetzt auch nichts mehr hören. Und den Beacon, der wird uns natürlich die Haare vom Kopf fressen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der natürlich richtig teuer ist, ja, was Strom angeht. Aber wir werden versuchen, das zu überleben. Damit. So, der muss ja nicht immer an sein. Der ist halt nur an, wenn wir ihn brauchen. So. Was wir auf jeden Fall im Elektronik-Sprinter noch bauen sollten, wäre eine Batterie, also große Batterien. Zumindest eine oder zwei, nämlich für unseren Schweißer und für unseren Tracker. Für den hier. Sollten wir auf jeden Fall eine große Batterie bauen, dass wir jederzeit zurückfinden. Können den hier nochmal ausmachen. Muss jetzt noch nicht bollern. So, die zweite können wir nicht bauen, weil uns was fehlt? Kupfer. Na, den Kupfer will ich noch nicht benutzen. Nee, das machen wir anders. Und zwar tauschen wir das mal aus. Und tauschen das mal dahin. Und nehmen wir hier den Trecker. Und jetzt gucken wir mal. Habe ich den jetzt ausgetauscht? Habe ich. Was ist das für eine Batterie? Das ist eine kleine. Ah ja, okay. So. Beacon. Achso, Beacon ist nicht angeschaltet. Was ist denn jetzt hier? Warum holt er denn das blöde Tablet nicht raus? Ah, so war das geplant, genau so. Oh, und auf die Hand legen wir uns jetzt den Bohrer. So, und dann müsste das eigentlich funktionieren. So, alles klar, geht los. Machen wir mal zu. Machen den mal aus. Machen hier mal zu. Und jetzt müssten wir eigentlich mit dem Tracker nach Hause finden. Ja, super. So, was wollten wir jetzt suchen? Was wollten wir suchen? Ich habe schon vergessen, was wir suchen wollten. Kupfer wollten wir suchen, habe ich gesagt. Ne? Kupfer und Solder. Wir wollten Solder in größeren Mengen herstellen. Das heißt, wir wollten Blei und Silber suchen. Also Solder im Sinne von, ja, können wir dann auch herstellen. Aber Elektro müssen wir ja herstellen und
Allen möglichen anderen Scheiß und Stahl in größeren Mengen dann nachher später noch. Auf jeden Fall. Ist da ja, müssen wir auf jeden Fall auch machen. Weil wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir jetzt anfangen, Pflanzenproduktion zu machen. Because of Sauerstoff. Und because of all möglichen anderen Scheiß, den wir noch machen müssen. Oh ja, aber hier ist hier noch Silber aufgetaucht hier. Das ist gut. So viel braucht man davon eigentlich gar nicht. Wir machen mal 2 Stacks Silber. So, 2 Stacks Silber haben wir. Eisen haben wir noch. Gold wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Also ich weiß, dass wir da bei uns in der Nähe auch Gold hatten. Aber wenn ich das jetzt hier so schnell sehe, dann kann ich es ja gleich mitnehmen. Gold ist immer ekelhaft beim Abbauen, weil es erstens so lange dauert, es abzubauen. Und zweitens, es immer nicht sehr ergiebig ist. Das haben sie schon ein bisschen cool gemacht mit den Maps hier. Wie das hier so unter der Erde alles ist mit diesem Feuer und so, mit der Lava, das ist schon ein bisschen geil. Gefällt mir schon auf jeden Fall. So, jetzt machen wir mal noch einen Stack Gold dazu, würde ich sagen, wenn wir es zusammenkriegen. Ja, ja, Hydration Critical, ist klar. So. Jetzt haben wir ja einen Trecker, jetzt müssen wir uns ja nicht so viel Gedanken machen. Ob wir nach Hause finden oder nicht, weil wir finden definitiv nach Hause. 45, 47 und 50. Okay, alles klar. Oh. Ah, hier ist wirklich gigantisch viel Zeug hier, was wir abbauen können. So, jetzt brauchen wir Blei, haben wir gesagt. Wir brauchen Blei. Wir haben vorhin, hatten wir hier irgendwo eine Bleiader gesehen. Uran ist ja sinnlos, brauchen wir nicht mehr. Da brauchen wir nicht, noch nicht. Hier ist doch. Ist Nickel? Nee, ist Blei. Oder ist das Nickel? Was ist denn das? Nickel, na Nickel brauchen wir ja auch. Also nehmen wir auch mal ein bisschen Nickel mit. Kobalt hatten wir ja auch schon gesehen. So, 1 Stück Nickel haben wir auch. Jetpack Low, ist klar. 51 Meter in die Richtung. Kann ja mein Jetpack Low sein, ey. Das ist er ja nicht, ey. Ich wollte jetzt nochmal Blei suchen. Ich hatte hier irgendwo Blei gesehen. Und was ist das hier? Das ist Nickel. Nickel, Eisen. Hier ist es doch. Das sind auch gute Stacks, ne? Die sind denn, da sind dann 50 auch ganz schnell voll. So, haben wir. Wir nehmen aber mal ein bisschen mehr mit. Weil wir ja später auch davon mehr brauchen. Und die Stacks sind ja eigentlich so groß, dass wir damit eigentlich erstmal auskommen müssten. Naja, hier ist die Bleiader sozusagen. Ist schon ein bisschen geil gemacht. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen Eisen hier, ist ja klar. So, 47, komm, jetzt haben wir 50, alles klar. So, wo ist unsere Basis?
Wissen wir nicht. Oh oh. Unser Trecker ist aus. Wir haben keinen. Wir haben keinen Strom mehr für unseren Trecker. Oh nee. Jetzt will nur unsere Basis nicht wieder. Oh, ich könnte so brechen, ey. Ja, ist egal. Werden wir gleich wiederfinden. So, wir gucken jetzt mal, dass wir unsere Hydration hier in den Griff kriegen. Ja, das muss reichen. Mehr gibt's nicht. So, hier muss irgendwo ein grüner Punkt sein. Das ist unsere Basis. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum hat unser... Da hat der die Batterie leer gesoffen über Nacht. Wir haben noch eine große Batterie, aber wir haben festgestellt, wir machen mit den 3 oder 4 Solarzellen machen wir nicht genug Strom. Okay. Okay. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen Finger ziehen, was die unsere Energieversorgung angeht. Ja. Aber so weit weg von unserer Basis waren wir doch gar nicht. Ja, Jetpack ist low. Das ist natürlich geil. Oh, fuck. Oh, Mann. Oh. Wo ist unsere Basis? Wir müssen mal warten, bis hell wird. Damit unsere Solarzellen den Trecker versorgen, damit der Trecker uns sagt, wo unsere Basis ist. Ja, das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Man verlässt sich darauf. Und das funktioniert einfach nicht, weil der Beacon frisst extrem viel Strom. Mhm. Und ich war ja schon 50 Meter um meine Basis hier irgendwo rum, also muss ich ja hier irgendwo sein. Gut, ich pausiere mal das Video, bis es wieder hell ist und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder, nicht erschrecken. Ja, hier ist unsere Basis. Ich habe sie ja dann doch wieder gefunden. Garganto ist schon auf dem Weg hier zu uns. Und unsere Solarzellen machen kaum Strom. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich zeitnah anfangen, hier irgendwie dafür zu sorgen, dass wir Strom haben. Ja, wir haben jetzt keinen Strom, wir können jetzt auch nicht reingehen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich warten, bis unsere Batterien sozusagen wieder ein bisschen Sonne kriegen, damit wir die Tür zumachen können. Ich glaube, wenn die keinen Strom haben, kann man die auch mit dem Kuhfuß zumachen. Jo, kann man. So, jetzt sind wir hier erstmal drin. Hier drin ist alles soweit in Ordnung. Wir werden das mal ausschalten. Wir werden das mal ausschalten. Und dann werden wir uns jetzt erstmal eine Überlegung machen, wie wir das Ganze machen wollen mit unserer Energieversorgung. Also es macht natürlich Sinn, bei diesen Temperaturen möglicherweise ein Stirling zu nehmen, Stirling-Generator. Aber ich muss zugeben, das wird schwierig, den jetzt schon so in Gange zu kriegen, sage ich mal. Also schnell in Gange zu kriegen. Wir können ja mal die Batterie mal da rein tun. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Strom. Damit ist die Tür jetzt auch wieder mit Strom versorgt. Das ist okay, aber hier wird nichts geladen. Das sieht man, hier wird nichts geladen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wirklich nicht. So, jetzt gucken wir mal hier. 3 Megapascal. 4 Megapascal. Da machen wir jetzt erstmal Druck für unsere Flasche, für unser Flugapparillo. 4,4, 4,5. Na, 4,5 können wir machen auf jeden Fall. Oder sagen wir mal 5. Ja, 5 können wir machen. So, alles klar, kannst anhalten. Jetzt bitte Propellant da rein. Und da wieder raus. Jetzt haben wir 5000 Jetpack, das ist gut. So, wir hätten noch mit unserem Wastegas-Tank fliegen können. Ja, also jetzt wird die laden, aber das ist so minimal, dass wir uns jetzt was überlegen müssen. Wir brauchen noch mehr Solarzellen. Jetzt kommt der Strom. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Tape herstellen, weil ich mal davon ausgehe, dass wir danach unsere Solarzellen knicken können. Aber ich glaube, Tape konnte man hier in denen nicht herstellen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Tape musste man in diesem Dings herstellen, ne? Also wir haben ja eine Rolle Tape.
Aber die ist ja auch schnell weg. Ja, ich glaube, die musste man in diesem Werkzeug-Dingsbums. Nein. Erstellen. Wir können ja mal gucken. Genau. Schreib einfach mal richtig. So, Duct Tape wird hergestellt wo? Im Tool Manufacturer. Genau. Also müssen wir den auch noch herstellen, damit wir Tape herstellen können, um unsere Solarzellen zu reparieren. Ja. Super geil. So, wir haben natürlich jetzt das Problem, dass wir jetzt auch keine Dings bekommen, keine Sonne. Und dementsprechend, ja, haben wir ein Problem auf jeden Fall gerade. Aber rausgehen können wir jetzt eh nicht. Also. Machen wir hier den Gase von draußen raus. Okay, also Elektroprinter. Upright Wind Turbine. Copper. Okay, wir brauchen Copper. Haben wir noch welchen? Hier haben wir noch Copper drin. Spuck mal aus. Alles klar. Copper. Und wir bauen mal noch zwei Stück, drei Stück. Dann sollten wir auch. Also ich denke, hier wird auch Wind sein auf Vulkan. Also die werden ja auch Strom machen, schätze ich mal. Werden wir sehen. So, wie sieht's aus? Ja, wir haben keinen Strom. Komm, mach mal hier noch eine zweite Windturbine. Das würde mir ja schon ausreichen. Alles klar. Haben wir. So, jetzt brauchen wir noch Kabel. Ich hoffe, die kann ich noch bauen, bevor der Strom ausgeht. Aber das war's schon. Strom ist alle. Okay, dann. Die Batterie da rein. Und los. Eieiei, ist das heiß. Schnell die Tür wieder zu. So, Wind ist vorbei. Strom ist vorbei. Ein bisschen Sonne haben wir noch. Okay, so, was brauchen wir? Wir brauchen Stahlplatten, die haben wir. Wir brauchen Iron Frames, die haben wir auch noch. Iron Frames, Iron Platten haben wir. Was? Nein. Nein. So, jetzt haben wir es. So, wie sieht es hier draußen aus? Wir machen mal hier zu. Gucken wir mal. Ja, es fällt. Temperatur fällt, alles klar. So, Solarplatten sind noch da, aber die sind wahrscheinlich so gut wie kaputt. Ja, oh, der hier ist auch schon fast kaputt. Das ist nicht gut. In der Hand. Jetzt nehmen wir das Schweißgerät. So, jetzt packen wir hier die beiden Windturbinen drauf. Du bitte mal dahin, du bitte mal dahin, du bitte mal hierhin, du bitte mal dahin. Dann nehmen wir mal hier unsere Stripperei. Aber die scheinen hier wirklich nichts zu machen, ne? Ja, doch, ein bisschen drehen sie sich.
dieses Driften, ja, von dem Jetpack, das geht mir so auf den Zeiger, ey. So, jetzt müssen wir die da reinmachen. Die muss nämlich jetzt geladen werden, irgendwie. Egal wie. Und jetzt müssen wir mal gucken. Der Network Analyzer, den hatten wir doch hier irgendwo. Hatten wir doch hier den Network Analyzer. Wo ist denn die scheiß Platine hier? Communication Modul. Da ist er. Network Analyzer. So. Den muss ich nämlich jetzt mal hier reintun. Und jetzt will ich nämlich mal gucken, was wir hier überhaupt produzieren. So, also reingehen. 195 Watt. Und rausgehen. Wenn ich sehen. Das ist ja blöd. Ja, da steht leider nicht, was die verbrauchen, was die bringen. Ne? Das steht da leider nicht dahinter. Das ist sehr ärgerlich. Aber da der Gargantor untergeht und die Windturbinen sich drehen und mehr Druck, also sich drehen, machen die auf jeden Fall Strom. Das ist schon mal gut. So, woran hat es jetzt eigentlich gelegen, dass wir keine weiteren Upright-Windturbinen machen konnten? Ach, ich bin ja blöd hier. Ich pumpe hier gerade die ganze Zeit. Woran lag's? Warum konnte ich keine weiteren Windturbinen bauen? Was fehlte? Eisen. Kann ja nicht sein, weil hier haben wir ja noch Eisen. So, Tracker nehmen wir wieder mit rein. So, können wir jetzt noch eine bauen? Ja. Komm, bau. So. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Kabel. Das machen wir dann gleich. Eine konnten wir noch bauen und es fehlt immer noch Eisen. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Wie kann denn hier noch Eisen fehlen? Hier ist nichts mehr drin. Hier ist noch Eisen drin. Nehmen wir das. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wegen Dings, wegen Sturm. Die Upright-Windturbine macht 800 Watt bei Sturm. Okay. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu viel herstellen davon. So, Gold. Gold, 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 Gold. Ich hatte doch noch Gold. Ja, ich hatte noch Gold. So, wir füllen hier mal was rein. Naja, das könnte schon fast gehen hier mit Gold. Funktioniert. War zu kalt. 560. Ja, okay, machen wir später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Geräusch hier. So, alles klar. Sehr schön. So, jetzt bauen wir mal noch die Windturbine auf, aber dazu brauchen wir noch Kabel. So, die Batterie hat 100%, das ist gut. Dass hier alles rumliegt, ey. Das ist unglaublich. Jetzt müssen wir uns aber auch langsam mal darum kümmern. Wo ist denn unser Stahl hin? Der ist da drin. Oh. Den müssen wir nämlich jetzt da einpacken. Jetzt müssen wir nämlich mal anfangen hier mit Stahlgeschichten. Also wir können ja die Basis aus Eisen bauen, das ist ja alles kein Problem. Können wir alles machen. Stahl ist aber effektiver. Wissen viele nicht, ist aber so. Ja.
So, die ist jetzt blau. Jetzt will ich mal gucken. Alles klar. So, die Windturbinen, das Werkzeug. So. So, jetzt nehmen wir mal das Kabel noch in der Hand und die Dinger. Die müssen uns jetzt irgendwie retten, die Jungs. Weil sonst wird das hier nichts. 300 Watt, ja, ist nicht viel. Ja, wir haben eine. Ich weiß, dass wir eine Schleuse haben, die funktioniert. Es ist alles gut, Leute. Es ist alles gut. Wir machen die demnächst. Bauen wir die. Jetzt geht es um was anderes. So, wir haben 20 Watt Actual. Ja, jetzt gucken wir mal, wenn wir den hier anmachen. Nur 20 Watt. Scheiße. Ja, der macht uns, der macht uns nackig. Das ist das Problem. Der macht uns glatt. So, egal. Wir können uns ja überlegen, ob wir nicht vielleicht. Ja, na, die Upright-Windturbinen machen auf jeden Fall keinen Schaden, die kriegen keinen Schaden, wenn Dings ist. 800, bis zu 800 Watt macht die, aber im Normalfall macht es halt 200 Watt. Ja. Wir haben jetzt hier nur ein paar, sagt mal, ein paar kPa Außendruck. Das heißt, ja, die werden wenig Strom erzeugen auf jeden Fall. Das ist leider das Problem. Kann ich da oben drauf gucken? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Stationary Batterie. Ach so, ja, ich kann an der Stationary Batterie nicht vorbeigucken. Auf die Solarpaneele oder auf die Dings, auf die Uprights. Okay, was hat uns denn gefehlt bei den Windturbinen? Kupfer und Gold. Ist ja nicht so, dass wir nicht Kupfer und Gold hätten. Also Gold haben wir da gerade reingeschmissen. Das müssen wir jetzt bloß mal, wenn es heiß wird, schmelzen. Aber in der Zeit können wir ja weiter farmen gehen. Ich habe so viel Silber geholt. Sehr schön. So. Sehr schön. Das ist meine Müllecke da. So. Theoretisch könnten wir jetzt auch hier den Sauerstoff schon rauslassen und schon mal ein paar Pflanzen züchten. Theoretisch. Aber ich würde gerne, bevor ich das alles mache, hier erstmal erweitern draußen. Ja, dazu benötigen wir mehr Iron Frames. Problem dabei ist, wir haben kein Iron da drin. Das Iron ist nämlich da drin. Genau. Kommt natürlich alles raus und Iron kommt zum Schluss raus, wie immer. Kennen wir ja immer. Das Spiel weiß ja, was man machen will. Und dementsprechend sagt es dann, naja, dann schmeißen wir das Eisen halt zum Schluss raus. Haben wir natürlich auch wieder richtig gut gebaut hier wieder. Das ist wieder so typisch Chrissy. Mit seinen Chaos-Baustellen hier immer. Sehr schön. So, und hier das Dings können wir da auch noch mit reintun. Wenn jetzt nicht verloren. So. Ich würde sagen, Iron Frames, ja, so viel brauchen wir gar nicht. Jetzt brauchen wir noch Iron Walls. Sind hässlich, aber sie funktionieren. Weil wir müssen ja jetzt quasi eine Dings bauen. Einen Raum, wo wir unsere Pflänzchen dann drinnen betreiben wollen oder wo die dann drin wachsen sollen. Wo mehr gibt es nicht, weil mehr Eisen haben wir nicht. Alles klar. Dann müssen wir mehr Eisen schmelzen, wir müssen Gold schmelzen. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Wir lassen jetzt hier mal ein bisschen was rein.
521, ja, das ist ein bisschen zu kalt. Aber wir können ja jetzt in der Zeit noch weiter farmen gehen, weil wir haben ja die Möglichkeiten jetzt hier zu farmen. So, machen das Ding. Ist klar. 520 Watt verbrauchen wir gerade. Ja, ich weiß warum. Wegen Hoshi. So. 420 Watt, okay, dann machen wir den aus. Dann brauchen wir nur noch 320 Watt. Aber das wird ja wieder nicht lange halten, das kennen wir ja, das Spiel. Wir gucken mal, wir bleiben in der Nähe der Basis. Dann finden wir das schon. Ja, wir haben einen Punkt, ne? Gucken wir mal, was kommt denn hier raus? 317. Naja, das könnte gerade so aufgehen. Das könnte gerade so aufgehen. So, Tracker. 7 Meter, alles klar. So, was haben wir gesagt? Was brauchen wir? Also, wir brauchen auf jeden Fall auch Silikon, dann jetzt demnächst. Also Silizium. Dementsprechend können wir hier schon mal ein bisschen buddeln. Was wir noch hier so finden. Da finden wir so gut wie gar nichts. Wie gesagt, man sieht dann immer so kleine Namen und dann weiß man ungefähr, in welche Richtung man buddeln muss. Aber das ist, ja, das funktioniert nicht immer. Hier ist irgendwie nichts. Okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Kupfer, haben wir gesagt. Kupfer und Gold. Oh, jetzt kommt Gargantor gerade wieder. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. 131 Grad haben wir schon. Sag mal so bis 200 oder so können wir schon gehen. 300 passiert uns nichts. Aber alles darüber wird natürlich dann unangenehm. Weil dann verbrauchen wir ganz schnell unseren Sauerstoff und dann sind wir irgendwann am Arsch. So. Aber wir wollten ja auf jeden Fall auch nochmal erweitern, haben wir gesagt. Das sollten wir vielleicht auch mal machen, weil das habe ich ja die ganze Zeit immer erzählt und habe es nicht gemacht. Ich würde mal sagen. Okay, das buggt hier so ein bisschen. Und zwar würde ich gerne so lang hier erweitern. Das müssen wir mal so machen. Dann müssen wir mal unser Schweißgerät uns anziehen. Batterie leer. Batterie leer. Es nervt. Wo ist es denn? Oh, jetzt wird es warm hier. 324 Grad haben wir schon. Es ist einfach zu warm hier draußen. So, okay, wir brauchen jetzt eine große Batterie. Wo ist denn die große? 52%, dann nehmen wir die. Und wir machen da eine kleine rein. Ach ne, die müssen wir erstmal laden, ne, die. So, jetzt machen wir hier in unserem Dings machen wir eine kleine rein. Und hier machen wir auch so eine rein.
So, jetzt stellen wir das mal wieder so hin, stellen das mal so hin, stellen das mal so hin. Der muss aber hier nach hier unten. So, und der muss nach hier oben. Der muss nach da oben. So. Jetzt haben wir hier wieder eine kleine Batterie drin. Jetzt müssen wir die erstmal aufladen. Jetzt verbrauchen wir natürlich ordentlich Strom. Aber es ist nicht machbar, es ist nicht änderbar. So. Was haben wir jetzt hier für eine Temperatur? Das Gold können wir noch nicht schmelzen. 550. Das heißt, wir schmeißen erstmal das Gas da wieder raus. Die Batterie tauschen wir gleich. Da machen wir gleich eine große rein. So, und hier, jetzt müssen wir erstmal Stahl schmelzen hier. Das ist doch Eisen. Komm, das machen wir raus hier, das Ding. Jetzt müssen wir erstmal Eisen schmelzen. Ja, ja, ja. Eisen, zack. Hier auch nochmal. Zack. Und nochmal. Zack. Machen wir mal einen großen Stack Eisen. So. Und jetzt holen wir hier mal ein bisschen heißes Gas rein. Ich glaube, Eisen muss auch bei diesen Temperaturen gedingst werden. Geschmolzen werden. Bei 800 Kelvin, ja. Aber 800 Kelvin. Okay, so. Die Folge war schon wieder viel zu lang. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss.